Der Büffel. Auto seltsam Genzi. Die Filmbilder hat der Auto seltsam Genzi selbst in der Serengeti gedreht. Als Büffel bezeichnet man im Deutschen mehrere Arten von afrikanischen und asiatischen Rindern, Bovini. Darunter sind der asiatische Wasserbüffel, Bubalus bubalis, und der afrikanische, Kaffern, Büffel, Syncerus kaffer, am bekanntesten. Afrikanischer Büffel. Die afrikanischen Büffel unterscheiden sich durch den Hornbau grundsätzlich von den asiatischen. Durch eine verstärkte Zellbildung an der Innenseite des Gehirns wird beim afrikanischen Büffel das Horn nach unten gedrängt. Dabei entsteht an der Basis so viel Hornsubstanz, dass sich die Hornbasen auf der Stirnmitte treffen und einen Wulst bilden. Die Abgrenzung der Büffel von den anderen Rindern ist willkürlich. Es handelt sich bei ihnen um keine systematische Gruppe, sondern um eine polyphyletische Zusammenstellung verschiedener Rinderarten. Die asiatischen Büffel für sich genommen sind jedoch eine monophyletische Gattung. In einem weiteren Sinne wird auch der amerikanische Bison, Bison Bison, als Indianerbüffel bezeichnet.